So, ich glaube, ich möchte mich da links nochmal kurz umsehen. Ich weiß nämlich nicht mehr, was es hier gab. Schade, er hat überlebt. Und tot. 64 Erfahrungspunkte und 210 Gold erhalten. Okay, das scheint gar nichts mehr zu sein. Nein, das ist einfach eine Sackgasse. Monster greifen zuerst an. Das finde ich jetzt nicht ganz so gut. Wir könnten vergiftet werden. Zum Glück wurden wir es nicht. Erfahrungspunkte und 100 Gold erhalten. Wieder Wölfe. Gleiche Situation wie vorhin, man könnte fast Mitleid haben, Leute. Ricola hat kein Mitleid. 30 Erfahrungspunkte und Gold erhalten. Oh ja, wir dürfen zuerst angreifen, Leute. Das war's mit den Schlangen. ...61 Erfahrungspunkte und 100 Gold erhalten. So, das hier müssten ja die Zwerge gewesen sein. Kommen wir da runter? Aber dann kommen wir nicht mehr weiter. Okay. Ja, das waren die Zwerge. With a crystal, even the blind can see. Astor started from Matoya. Ist leer? Leer? Ah, Grafikfehler. Ja gut, wir haben mit denen allen eh schon mal geredet eigentlich. Der freut sich. Zwergen können Dunkelheit sehen. Der freut sich. Er sucht den Floater. Da gräbt jemand einen Kanal. The bracelet can protect you like armor. Okay. Das ist ein schöner Hinweis. So, das ist ein Hinweis auf den Schmied. Der sagt, er gräbt wieder einen Tunnel. Der Tunnel war ja unten links, glaube ich. So, im Westen ist
Ja, ist am Rotten. So, der sagt auch wieder das. So, da bräuchten wir Adamant. Was haben wir eigentlich alles für Questgegenstände? Wir haben die Laute, wir haben eine Krone, wir haben den magischen Schlüssel und wir haben TNT. Und das TNT brauchen wir ja. So, das war glaube ich der mit dem TNT. Ich gehe da mal rein. Ich glaube, das war verschlossen. Eine Cabin haben wir gefunden, Leute. Cool. Ein Eisenhelm. Ich glaube, den haben wir schon. Nein, wir haben den Holzhelm. Ja, geil. Ich glaube eh nicht, dass die anderen den tragen könnten. Nein, können sie nicht. Okay, kurz Status. 35, 33. Nein, nicht das. Den. Also 2% mehr, 2 Punkte mehr Schadensabsorption und dafür 2% weniger Ausweichen. Finde ich aber vollkommen in Ordnung. Machen wir so. Leider gibt es hier keinen Händler. Da ist sonst nichts mehr drin. Schade. Ein Drachenschwert, Leute. Huhuhu. Da bin ich jetzt gespannt. Okay, wer kann das alles tragen? Ich kann es tragen. Prozocker kann es tragen. Ricolot kann es nicht tragen. Darius könnte es tragen. Okay. Fangen wir doch mal mit Darius dann auch an. 25, 42. Wäre also um einen Punkt besser, Leute. Dann weiter mit Prozocker. Ist schlechter. Und bei mir 38, 58. Halt. Ich hätte gerne, unglaublich gerne. Drop. Nein. Ich hätte unglaublich gerne, Leute. Texte oder sowas. Ich meine, da steht zwar Drachenschwert. Ich werde es Darius geben. Jetzt hätten wir noch das Runenschwert, das wahrscheinlich auch mehr wert ist als ein Silberschwert, aber ich weiß nicht. Ich habe im Kampf keinerlei Effekte gesehen davon. Deswegen lasse ich das einfach so. Das Runenschwert wird dann verkauft. Nichts mehr drin. Silberdolch. Ach, wisst ihr was, den hatten wir heute erst. Ich lasse es einfach. Holz, nein, lasse ich auch. Konnte das jemand anderes tragen? Nein, dann hätte ich das ja gekauft. Silberrüstung. Jetzt wird es langsam eng mit der Rüstung, Leute. Es ist eng. Bevor ich jetzt den nächsten aufmache, möchte ich erstmal verkaufen gehen, Leute. Aber Silberrüstung. Ricolot kann es nicht tragen. Ich glaube auch nicht, dass Darius es tragen kann. Könnte Prozocker es tragen? Ja, der könnte die tragen. Sehen wir doch gleich mal nach. Prozocker 1748. Jetzt
2055. Das ist definitiv besser. Und bei mir, ich habe 3731. Okay, 3146. Ausweichen besser, absorbieren schlechter. Das heißt, ist für mich nicht gut. Dann nehme ich lieber wieder meine eiserne Rüstung. Aber für Rikulat ist die Silberrüstung besser als die Kettenrüstung. Super. So, also wir merken uns, wir haben hier noch zwei Truhen. Aber bevor wir jetzt außerdem voll werden oder etwas nicht nehmen können und dann irgendeinen Bug haben oder so, Leute, wir gehen jetzt erstmal verkaufen. Ich finde es schade, dass die Zwerge hier keinen Händler haben. Das heißt nämlich, wir müssen jetzt den ganzen Weg wieder zurück in eine der Städte. Und wir gehen in die Anfangsstadt. Oder gehen wir in die Elfenstadt? Wir könnten in der Elfenstadt dann die Soft Potions gleich wieder kaufen. Aber nein. Nachher bräuchten wir vielleicht für irgendetwas Geld und dann... Wir gehen jetzt erstmal in die Anfangsstadt. Verkaufen dort einfach und dann kommen wir wieder her. ...35 Erfahrungspunkte und 50 Gold. Sogar die Elfen haben ja... Händler. Warum haben die Zwergen keine Händler? Es ist ein bisschen schade, Leute. Naja. Wisst ihr eigentlich, wie viel Geld man haben würde, wenn ich jetzt statt dem Krieger, also mir, einfach mal den Schwarzmagier noch genommen hätte? Aber dann hätten wir zwar sehr viel Geld, weil wir sehr viel Rüstung einfach verkaufen können, Ausrüstung, weil wir sie nicht tragen können. Hätte ich noch statt dem Dieb den Schwarzgurt genommen. Ich glaube, das wäre auch billiger gekommen. Aber ich glaube, 24 Gold und Erfahrungspunkte bekommen. Ich glaube, wir würden dann unglaublich viel mehr Geld an Zaubern brauchen. Also hier Erfahrungspunkte und 120 Gold erhalten. So, da sind wir wieder. Verkaufen gehen wir. So, hier müsste die Waffen ich alle haben. So, das Runenschwert ist um 1000 Gold besser, teurer eigentlich als das Silberschwert. Aber wisst ihr was, Leute? Ich mach das jetzt einfach mal. Ich sehe jetzt einfach mal nach. Im Wiki steht doch bestimmt. Welche Effekte die alle haben. So. Also, wo haben wir es denn?
glaube, ich muss suchen. Ich finde es so nicht. Suchen. Ah, hier, Drachenschwert. Was sind denn das in der Tabelle? Schaden, Prozentwahrscheinlichkeit, Crit. Ah, Leute, die Waffen haben unterschiedliche kritische Schadensmodifikation. Crit 1%, also das heißt, ein kritischer Treffer macht nur 100% Schaden, also genauso viel wie ein normaler Treffer. Und 50%, 200%, 250%. Nee, halt. Also von dem her sind die dann doch besser. Das Drachenschwert zum Beispiel macht 11,4% Multiplikator. Und auf den kritischen Treffer schaust plus 15. Ist 4000 Gold wert. Und was steht da noch? Ah, von wem es ausgetragen, von wem es getragen werden kann. Und dann steht da noch, einige Waffen haben sogar Zauber. Der Wert, Preis. Okay, Leute, ich glaube, ich nehme ab sofort das zum Vergleich. Denn wenn die tatsächlich oder generell, kann man schon sagen, je mehr Gold, desto besser ist es. Wo ist denn jetzt eigentlich das Runenschwert? Das habe ich ja ganz vergessen. Eigentlich wollte ich ja danach sehen. Ah, da unten. Runenschwert und Drachenschwert im Vergleich, Leute. Zum Beispiel, das Drachenschwert hat einen Punkt mehr Schaden. Kritische Treffer Chance haben sie beide 15. Aber das Runenschwert hat mehr Crit, hat 13,9% plus Crit. Ist aber auch weniger wert. Aber ansonsten ist es gleich viel. Das heißt, ein Punkt mehr Schaden im Vergleich zu 2,5% mehr Crit. Da wäre das Runenschwert eigentlich besser für Darius. Ach, wisst ihr was? Ich glaube, ich lasse das einfach und verkaufe es. Ist doch egal. Auch wenn es einen höheren Wert hat, ich gehe nach den Angriffswerten. Verkaufen. Nein, nicht kaufen. Verkaufen. So, hier auch verkaufen. Einmal bei Prozocker die Kettenrüstung. Huh, von 80 auf 7500 Gold. Prozockers Ausrüstungswert ist immens gestiegen, Leute. So, jetzt müssten wir alles verkauft haben. Waffen, alles verkauft, alles ausgerüstet. Rüstung, alles verkauft und alles ausgerüstet. Gehen wir noch mal kurz speichern. Und jetzt zurück zu den Zwergen. Ein Hai. Erfahrungspunkte und 66 Gold. Huh, da fällt mir ein, Leute. Vielleicht können die anderen ja doch Magie zum Beispiel wählen. Nein, da steht dann immer die gleichen Eintragungen. Ich dachte vielleicht, wenn Waffen sind, dass man da auch dann die Magie wählen kann. Naja, egal.